Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Beer Pro. Nach unserer Verletzung sind wir wieder genesen und können heute im Honda Center wieder dabei sein. Im Spiel gegen die Columbus Blue Jackets. Geile Sache auf jeden Fall. Wir kommen den Playoffs mit großen, großen Schritten näher. 55 Partien vorbei. Und es wird, Freunde der gepflegten Unterhaltung, es geht weiter. Ja, Playoff-Time mit den Anaheim Ducks. Die Season kriegen wir auf jeden Fall noch fertig. Dann ist der Juni und dann ist Juli. Und dann noch zwei Monate, bis NHL 19 dann rauskommt. Also die andere Saison. Weiß ich gar nicht, ob wir die noch abschließen können. Müssen wir warten. Auf jeden Fall dann. Wird nice. Am Sonntag, jetzt am Sonntag, kommt übrigens auch ein etwas längerer Stream. Ich will auf jeden Fall Far Cry abschließen jetzt am Sonntag. Dauert ja nicht mehr ganz so lange. Zwei, drei Stündchen noch. Und dann wird ab der Streamwoche nächste Woche auch Red Dead Redemption 1 gezockt. Ja, ich habe vorhin auch Probleme gehabt beim Runterladen. Also da ziehen wahrscheinlich etliche Millionen Leute dieses WM-Update. Und dementsprechend ist wahrscheinlich der Server ausgelastet. Immer wieder probieren aus Kurve. Und ich freue mich wirklich, muss ich sagen, auf die Fußball-WM. Ich glaube, das ist auch ein Highlight dieses Jahr, was richtig geil werden kann auf meinem Kanal. Olympia war ein richtiger Erfolg. Die WM war wieder ein richtiger Erfolg. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, und die FIFA-WM. Schauen wir mal. Wird geil. Auf jeden Fall habe ich Spaß zu kommentieren. Auch die erste Folge Stanley Cup Final. Vegas, Washington. Auch über 500 Aufrufe. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, Freunde. Wie fandet ihr eigentlich das Thumbnail? Also ich fand's cool. Auch meine neue Art Thumbnail. Von dem her richtig nice. Ja, und wir haben ja auch die 200 Subscriber geknackt. Das kommt ja noch dazu. Das heißt, es wird nächste Woche Samstag oder Sonntag auch einen längeren Stream geben. Habe ich ja gesagt, so ein 10-Stunden-Stream wird kommen. Woohoo, das wird geil. Nein. Ist nicht zeitlich begrenzt, Dungeon. Kann man immer spielen. Ist nicht begrenzt. Also das sollte drin sein, Toffi. Achtelfinale ist eigentlich safe. Und Viertelfinale, ja, ich denke schon. Also Deutschland ist ja bekanntlich eine Turniermannschaft. Bin jetzt nicht so derjenige, der da so mega das Wissen hat. Dementsprechend habe ich auch viel Zeit schon investiert in irgendwelchen Vorbereitungen, mit irgendwelchen Infos, die bei der WM kommen. Also ich bin da schon mächtig, mächtig am Plan. Ja, sobald du das Spiel startest, Dungeon, wird das Update automatisch runtergeladen oder wird darauf hingewiesen, dass es ein Update gibt. Definitiv. So, nice one, Anderson. Vorsichtig, Vizey. Gehen wir ein bisschen mehr in die Mitte. Abgefälscht, sehr gut. Oh, Johnson. Und wir kommen nicht mehr raus. Und das bei 5 gegen 5 und gut abgefälscht. Aber Gibson, der ist auf der Hut und sehr gut runtergegangen. Und den Save entsprechend gemacht. Guter Pass. Oh, Mensch. Mann. Richtig gute Möglichkeit hier, du. Schade. Really, really, really sad. Das Layout ist geil, Kondo, auf jeden Fall. Und ich freue mich auch. Ich habe ja schon die ganzen Thumbnails gemacht, auch für die FIFA-WM. Habe ich euch ja damals, oder vor zwei Wochen gut, glaube ich, ein Foto gezeigt im Stream. Ich freue mich jetzt einfach. So ein Event ist halt immer was Geiles. Oh, jetzt kommt schon Konterchance. Da ist er alleine kurz vor Ende. Und dann scheitert er am Torhüter. So ist der KLV. Wunderschönen guten Abend. Wir sind gespannt auf jeden Fall, King. Wer am Ende wie weit kommt. Ist halt schon bitter. Niederlande fehlt, Italien fehlt. Das sind eigentlich zwei gute Mannschaften. Brasilien, Argentinien, Spanien. Da sind auch schon andere Mannschaften noch mit dabei. Das ist wahr, aber das glaube ich eher gesagt nicht. Ich glaube, dass sowohl Brasilien als auch Deutschland Gruppenerster werden. Jetzt aber komm, zieh doch ab! Junge! Mann! Oh, nice hit. Very good. Komm schon, bring die Scheibe jetzt raus. Das dauert manchmal echt zu lange im Aufbau. Komm, Abschluss!
nimmt er sie nicht mit. Das ist immer dieser Wendekreis. Brasilien ist kein Problem. 2014 war Brasilien definitiv kein Problem, aber ob sich das in der Art nochmal wiederholt und Atkinson, das ist halt doch immer die Frage dann. Abwarten. Abwarten, Freunde der Gepflegten. So, ich muss raus. Ne. Glaube ich nicht nochmal, Ostkurve. Das war richtig bitter für Brasilien im eigenen Land, aber ich glaube, das wird nicht nochmal passieren. Wir müssen aufpassen, dass Brasilien nicht dieses Jahr, wenn wir gegen sie spielen, Revanche möchte. Da denke ich auch, Krebser. Da bin ich absolut deiner Meinung. Das denke ich nämlich auch. Werenski. Auf geht's jetzt. Komm, Hälfte des Spiels vorbei. 0-0. Was ist hier los? Dubinski. Savard. Da ist Jena. Wieder auf Savard. Der auf Werenski. Schade. Da muss mal ein Tor her, aber das ist momentan irgendwie unser Manko, dass wir nicht genügend in die Offensive machen und da kommt fast der Treffer. Schade. Absolut schade. Wieder einmal gescheitert am Pfosten. Bolinho, sehr schön die Scheibe abgenommen. Komm jetzt. Raus damit. Jawohl. Auf Veleno. Der kann jetzt, wenn er will und jetzt. Oh, nächste Möglichkeit. Sehr schön an der Bande entlang. Veleno weiß, die Scheibe zu verteilen. Notfalls ins Tor. 1-0. Jawohl, Mann. Saugeiles Ding. Führung Anaheim. Gut rausgespielt. So ist das dann. Samstag spielen wir gegen Österreich in Klagenfurt. Ja, zwei Testspiele noch. Und dann kann es losgehen. 14. Juni. Russland gegen Saudi-Arabien. Auftaktspiel am Donnerstag der Fußball-Weltmeisterschaft. Sonderuploadplan habe ich auch schon fertiggestellt. Es kommt ja auch ab dem 12. Juni, Freunde. Jurassic World Evolution auf meinem Kanal. Also ihr seht, ich habe hier wirklich jede Menge zu tun. Also die Arbeit geht mir aua. Nein, das gibt's doch nicht. Servus Max, wieder verletzt. Was ist denn das jetzt? Wieder eine Verletzung. Kann das wahr sein? Oh mein Gott! Was ist das denn? Wieder eine Verletzung, das darf doch nicht wahr sein! Can't believe it! Was ist denn los, Freunde? Das kann doch nicht angehen! Zwei Spiele gemacht und zweimal verletzt! Wie krass! Wie lange werden wir dieses Mal fehlen? Oh my fucking goodness! Er hat noch gar nichts gesagt zur Verletzung, oder? 69 Tage! Das wird es gewesen sein mit den Playoffs. Februar, März, April, nee. Boah, Alter. 7, 14, 21, warte mal. Ach du Scheiße, Alter. 14 sind es bis zum 4. 21, 28, 35, 42. Wie krass, Mann. 49, 56, 64... 63, 70. Alter. Also bis zum Ende der Saison. Unfassbar. Das ist wirklich harter Tobak. Wir kriegen heute noch eine neue Mannschaft, Freunde. Arndt
Unbelievable. Toffi, du hast recht. Mehr Pech kann man definitiv nicht haben. Wie krass ist das denn? In einem Spiel verletzt, 13 Tage pausiert, dann das nächste Spiel gemacht, wieder verletzt, 69 Tage. Saugeil, Max. Saugeiles Finale. Saugeiles Finale. Das stimmt, Krebser. In einer Woche kann man bis zu 5 Spiele verpassen, ne? 4 Spiele sieht man in der Woche 20. bis 26. März. 4 Spiele einfach weg. Boah, das sind halt auch über 3 Monate. Lecco mio. Kein gutes Omen bei den Anaheim Ducks. Haben wir eigentlich als Beer Pro hier schon mal den Stanley Cup geholt? In diesem Jahr? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß es nicht. Und jetzt fallen die ganzen Leute aus. Alter. Das ist harter Tobak. Also wenn wir weiterkommen, dann spielen wir tatsächlich heute Playoffs. Ich hätte es nicht gedacht. Vorhin noch gewitzelt. Ha, wir spielen Playoffs vielleicht heute. Und jetzt kommt es tatsächlich. Holy moly Benoli. Also, Kördal ist wieder da. Jacob Silverberg ist wieder da. Ach du Scheiße, aber mit 42, 43 Siegen, da ist, glaube ich, der Playoff-Platz drin. Andre Case ist verletzt. Scheiße, Mann. 45 Siege. Gegen die Arizona Coyotes. In Playoff Round 1. Dann kriegen wir die nächste Saison auch noch hin. Aber wir sind immer noch verletzt, oder? Wir gucken mal, wie sah die Tabelle aus? Krass. Edmonton auf der 1, dahinter Arizona, Anaheim auf der 3. Wir waren direkt qualifiziert vor den Calgary Flames. Die LA Kings auf Rang 5, dann Vancouver und San Jose. Und im Playoff-Baum sieht es wie folgt aus. So, ich gehe mal auf Seite. Wir haben Nashville gegen Colorado, Dallas gegen Calgary, Arizona gegen Anaheim, Los Angeles führt gegen Edmonton, dann die Washington Capitals gegen New York, Pittsburgh gegen die Islanders, Toronto gegen Montreal und Tampa Bay gegen Carolina. Und jetzt gucken wir, wie lange wir noch aussetzen müssen. Alter Verwalter, das ist echt harter Tobak. Einfach mal so 70 Tage ausfallen, ne? Da sind halt 3,5 Monate fast. Puh. Krasser Scheiß. Absolut krasser Scheiß. So, wie steht's denn? Wir sind noch dabei. Enge Serie gegen die Arizona Coyotes. Wie sieht's aus? Steht's 3-3 oder was? Oder 3-2? 3-2 für Arizona. Die dürfen jetzt nicht gewinnen. Ansonsten ist vorbei. Yes! Spiel 7 kommt. Meine Fs gegen die Predators. Wie in echt, genauso ist es Dungeon. Yes, Mann! Für Spiel 7 sind wir einsatzbereit! Jawohl, Alter! Gerade richtig zum Final Game in der Playoff Round 1. Alter Verwalter! Nee, bin ich nicht. Doch, der hat doch gesagt, doch, Spiel starten. Yes! Also, gucken wir auf den Playoff-Baum. Gott sei Dank im entscheidenden Spiel 7, Freunde. Woohoo! Colorado ist durch, Dallas ist durch, Los Angeles ist durch, 3-3 Caps gegen Rangers, Pittsburgh ist durch, 3-3 Toronto, Montreal und Tampa Bay ist durch. Alter Verwalter, Pichi, wunderschönen guten Abend. So, wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann lasst mir ein Like da, ansonsten unbedingt nächste Folge wieder einschalten. Dann geht's los in die Playoffs. Bis dahin, euer Bloody LP.